Neger-Nazi. Ja gut, ich spreche zwar Hochdeutsch, recht gutes Deutsch, aber Neger-Nazi finde ich schon hart. Deswegen bitte macht alle mal ein Herz mit. Gemeinsam für die Welt. So hoch wie es geht. Bitte. Das ist es. Halte das Herz. Und bitte gib es weiter. Nach links und nach rechts. Ja, es fühlt sich komisch an, aber wir müssen uns Liebe geben. Wir müssen uns Power geben, weil Herbst und Winter wird kommen. Und da brauchen wir euch auch auf der Straße, dass endlich eine Veränderung passiert. Und deswegen, bevor ich die nächste ankündigen darf, Frieden und Freiheit ist mit mir irgendwo in Stuttgart geboren. Aber mehr Liebe, das integriere ich gerade. Und ich möchte nicht rechts und links sagen, weil sonst bin ich wieder politisch wieder in der falschen Ecke. Wir nehmen mal die orangene Seite und die lila Seite. Ihr sagt mehr und ihr sagt Liebe. Das ist für uns alle Menschen, die unterwegs sind im Orga-Bereich, aber auch im Helping-Hand-Bereich. Deswegen zeigt mir bitte, Berlin, wie gut ihr drauf seid. Also, mehr Liebe! 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 Das ist so leise, bitte. Berlin, Hauptstadt oder was? Also, noch ein Versuch. Und? Liebe! 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 Danke! Danke bitte, danke! Super, ihr seid gut drauf. Zum Ende werden wir noch ein bisschen eskalieren, aber für mich ist wichtig, ich habe die Polizei gesehen, die rücken an, auch mit Lautsprecher. Auch wenn wir natürlich hier nicht nur Info geben und Spaß, bitte Abstand einhalten, 5 Personen und wenn ihr eine Maske habt, nimmt die Maske. Weil heute können wir mal ein bisschen zurückschlagen, aber mit Liebe zurückschlagen. Nimmt was vor dem Mund. Geht auch gerne so, weil dann kann keiner kommen und dann können wir das hier zu Ende führen. Deswegen, wenn ihr eine Schutzmaßnahme habt in der Tasche, macht sie hoch, dass wir das heute hier zu Ende machen können. Oder macht diesen Helikopter, dass keiner hier zu eng aneinander steht. Weil die Polizei geht hier durch und verhängt kleine Strafen. Das ist leider irgendwo bekannt, dass man das so gemein macht, aber sie müssen es tun. Also wenn es geht, kleine Fünfergruppen, dann können wir das hier wunderbar heute zu Ende führen. Okay, ich sag Frieden, ihr sagt Freiheit, Frieden! Freiheit! Perfekt, ich liebe euch, Hauptstadt halt. Jetzt kommt eine junge Dame, sie ist zum allerersten Mal auf der Bühne und hat gesagt, ich will gar nicht so hoch, aber ich habe trotzdem Lust hochzukommen. Vierfache Mami läuft zu Hause. Bevor sie kommt, muss ich doch nochmal sagen, danke Micha Scheele. Also bevor sie herkommt oder erscheint, muss ja auch da korrekt bleiben, möchte ich jetzt einmal Adrian nach vorne bitten, falls du mich hörst, das ist der junge Demo-Veranstalter aus Nürnberg, einfach mal nach vorne kommen, dass ich dich gleich mal ganz kurz hier vorstelle. Aber hier kommt der Mann, der für beide Umzüge zuständig war und der am 7.11. in Leipzig auch was machen wird. Hier ist Nils, bitte auch einen Riesenapplaus an Nils. Jawohl. Hallo Berlin! Hallo. Hallo! Also es ist ganz wichtig, dass ich euch kurz was mitteile. Das muss ich natürlich ausnutzen, wenn so viele Leute da sind. Und zwar lese ich euch kurz was vor aus dem Demontagebuch von 1989. Da steht drin, auch am Montag, den 6.11., war das Leipziger Stadtzentrum wieder Schauplatz einer Massendemonstration, der wohl machtvollsten bisher, an der trotz Dauerregen mehrere hunderttausend Menschen teilnahmen. Wenige Wochen später war das SED-Regime Geschichte. Nur der Entschlossenheit und dem Mut der Bürger der DDR ist dieser Sieg zu verdanken. Bürger, die vor einigen Wochen den Entschluss gefasst haben, für Mitbestimmung und ein Ende der SED zu demonstrieren. Sie haben trotz erheblichem Gegenwind, Verhaftungen, riesigen Polizeiaufgeboten, Diffamierungen, Androhungen, diese Demonstration blutig niederzuschlagen, haben sie es geschafft. Sie gingen friedlich, aber bestimmt auf die Straße. Am gleichen Ort, nur 31 Jahre später, wollen wir genau das wieder tun. Wir wollen also am 7.11. in Leipzig von 14 bis 20 Uhr eine große Demo machen und ich möchte euch bitten, kommt alle hin, wir machen einen großen Umzug. Genau, das war's eigentlich schon, was ich sagen wollte. Dankeschön. Dankeschön, Nils, bitte einen Riesenapplaus für den Mut, für den Einsatz.
Und ich spüre, es passiert was. Und dass Berlin jetzt so auch aufgewacht ist und das letztens schon gut geklappt hat mit den beiden Malen, als ich hier sein durfte. Und heute nach dieser wunderbaren Marsch durch Berlin friedlich mit der Polizei kooperiert. Keine Reichsflaggen, keine rechte Flaggen. Es waren einfach Menschen auf der Straße. Egal, ob weiß, schwarz, schwul, hetero. Alle sind cool. Wir sind Menschen und wir halten zusammen und werden mehr. Zeigt mir eure Hände, Berlin. Super, das ist immer ein bisschen wichtig, sich Energie zu geben, aber jetzt geht's weiter auch mit einer sehr energetischen Dame. Sie heißt Anne Griese, habe ich gerade schon gesagt.